Moin, liebe Top-Familie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir sind hier bei den Runden 17 bis 24 in dieser Folge im 16. Finale in unserem Film-Soundtrack-Turnier, wo wir Soundtracks miteinander vergleichen, beziehungsweise die bewerten, welches gefällt uns besser, welches wird am Ende gewinnen. Natürlich habe ich so zwei, drei, die mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Deswegen bin ich gespannt natürlich, gegen wen die antreten, denn gerade wenn zwei gegeneinander antreten, die ich von der Musik sehr stark finde, wird es schwer. Von daher, lasst auf jeden Fall sehr gerne vorab einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und schreibt natürlich eure Meinung unten in die Kommentare hin. Ich habe in der letzten Folge schon euch die Frage gestellt, was ihr glaubt, welchen dieser beiden Filme habe ich gesehen? Ist es Pacific Rim oder ist es Godzilla? Natürlich ist es Godzilla. Ich habe jeden Godzilla-Film gesehen und ich mag diese Filme. Ich liebe diese Filme. Ich habe den neuesten noch nicht gesehen. Den muss ich auf jeden Fall noch gucken. Hören wir uns erstmal deswegen Pacific Rim an, weil mir das nichts sagt. Rockmäßig. Gibt mir auch gerade so, oh, wie heißt das nochmal? So, Mad Max Feeling. Starker Aufbau, rockig. Ein bisschen mechanisch auch rüsten. Okay. Hier haben wir Goschen. Starker Aufbau, dramatisch. Kann mich gerade von welcher Teil ist das? Also in welchem Jahr kam der nochmal? Godzilla, King of the Monsters. Ah, das ist der von. Ja, doch, das ist genau, das ist der von 2019, genau. Genau mit. Ah, ja, genau mit Millie Bobby Brown, genau. I remember. Jetzt haltet mich für verrückt. Ich liebe Godzilla. Gerade so hier der Beginn. Beginn ist so dramatisch, irgendwas passiert. Das alles ist so gleichbleibend. Bei Pacific Rim. Obwohl ich Godzilla mag, aber halt mich verrückt. Ich entscheide mich hier für Pacific Rim. Ich finde den Soundtrack von Godzilla insgesamt hier aber auch nicht so stark. Oh, wir haben hier Schindlers Liste und E.T. Flying Theme von John Williams. Wir haben hier auch beide Male John Williams. Wir hatten schon in der letzten Folge jetzt zweimal Hans Zimmer. Deswegen jetzt kommt John Williams. Wir beginnen mal mit E.T. Hast du dieses fröhliche, er will nach Hause, E.T. nach Hause telefonieren. Schöne Musik, hat was Ruhiges, irgendwie was, ja, Drama könnte man vermuten, aber insgesamt so eine schöne Geschichte. Irgendwie was Emotionales, wenn du so diese Töne hörst. Also es erzählt von der Musik her eine Geschichte. Boah. Soll ich mich jetzt schon entscheiden? Boah. Wenn du weißt, worum es in Schindlers Liste geht. Ein grandioser Film mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Diese Emotionalität zu dieser Zeit mit dem Bild, wenn man weiß, worum es geht, muss es Schindlers Liste sein. Muss. Oh, auch hier haben wir haben hier einen für mich großen Kandidaten, wer gewinnen kann. Nehmen wir einmal von Steve Jablonski, Arrival to Earth von Transformers und wir haben Requiem for a Dream. Wir hören mal hier rein.
Sehr dramatisch, sehr dramatisch. Habe ich auch schon mal gehört. Starke Musik, starker Aufbau. Wirklich sehr, sehr stark. Boah, ich liebe. Boah. Sorry, Transformers. Da brauche ich nicht mehr zu sagen. Requiem for a Dream macht was mit mir. Ich finde. Oh. Ich finde insgesamt diese Musik einfach nur extrem stark. Requiem for a Dream für diejenigen, die den Film noch nie gesehen haben. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Jetzt haben wir hier Hans Zimmer nochmal mit Spider-Man und wir haben hier John Carpenter mit dem Halloween-Theme. Ja, ich denke, das ist vielleicht auch eine einfache Angelegenheit, sage ich jetzt einfach erstmal, mal gucken. Denn das hier kennt man. Wer kennt das nicht? Also, come on. Also, ein Klassiker. Es ist die Musik. Die Musik, die es auch schon damals gab. In dem Original von 74, glaube ich, ist ja der Original oder 76. So eine starke Musik, wenn Michael Myers auftaucht, wenn er einen verfolgt, wenn man ihn sieht. Diese Musik, diese Spannung, dieses Dramatische, dieses Verfolgungsmäßige. Stark. Auf der anderen Seite haben wir ja natürlich aber auch einen Hans Zimmer. Wird ein bisschen zweckisch, zu sehr Techno irgendwie. Elektro-Techno, so ein bisschen mit, sag ich mal so hier, wie heißt das, aber so Synthesizer und so gespielt, dass du da so e gewisse Effekte mit einbaust. Gefällt mir vom Stil nicht, also es muss Halloween sein. Jetzt haben wir hier einmal auf der einen Seite The Raiders March, Indiana Jones. Und wir haben auf der anderen Seite Thor, Son of Odin. Okay. Wir haben John Williams und Brian Taylor. Tyler. Gucken wir uns, hören wir uns erstmal das hier an. Starke Musik, schöner Aufbau, schöner Beginn. Jetzt ist es ein bisschen dramatischer, aussagekräftiger und zum Ende flacht es ab oder baut es. Ja. Und was soll wir hier sagen? Starker Beginn, so mit Trompeten. Ein Klassiker. Ich habe alle bis auf die letzten gesehen. Ich weiß nicht, ob es die letzten schon irgendwo zum Stream gibt zu sehen. Ich wollte jetzt nicht ins Kino gehen. Ich gucke manchmal sehr, sehr gerne Filme. Dann erst, wenn sie dann auch irgendwie als Stream verfügbar sind. Es muss Indiana Jones sein. Muss. Ja. Und da würde ich sagen, habe ich mich schon entschieden. Aber wir hören trotzdem mal rein, denn wir haben hier einmal How to Train Your Dragon, also Drachenzähmen leicht gemacht, glaube ich, ist es ja auf Deutsch. Und auf der anderen Seite haben wir Pirates of the Caribbean. Hören wir doch erstmal hier rein. Das wird doch erstmal interessant sein. Hat was Nordisches. So von der Musik. Trommeln. Und die Blasinstrumente, die du hörst. Und dieses Gepfeife. Jetzt ist es ein bisschen dramatischer. Und am Ende
Auf einmal ruhig. Und was sollen wir hier sagen? Hans Zimmer damit, finde ich, was Grandioses erschaffen. Es muss Pirates of the Caribbean sein. Jetzt haben wir hier Wakanda und Monster AG. Bei beiden keine Ahnung. Also ich habe Monster AG gesehen, Black Panther nicht. Aber Monster AG, boah, wann habe ich das gesehen? Als ich 8 oder 9 war. Oder 7. Einmal. Oh ja, stimmt. Wegen Disney Dream Blind Valley kommt mir das jetzt bekannt vor, natürlich. Hat was Lustiges, hat sowas Erheiterndes, hat sowas Fröhliches, sowas Enthusiastisches. Man merkt, dass es irgendwie etwas ist, was lustig ist und nicht irgendwie auf Ernst tut, sondern eher lustig aufgebaut ist. Von daher, okay. Black Panther Wakanda. So eine Stimme. Hier so ein bisschen König der Löwen-Vibes von einer Musik, von dem Gesang. Jetzt hast du ja sehr, sehr viele Trommeln. Sehr, sehr stark von der Musik. Das klingt wieder schrecklich. Oh, war das nicht, hätte ich mich safe dafür entschieden. Aber ich würde mich tatsächlich sogar für Black Panther entscheiden. Monsters AG, ja, ist lustig. Vielleicht hätte das gegen andere gewonnen. Aber ich finde da Black Panther ein bisschen stärker. Und dann kommen wir auch schon zum letzten in dieser Folge. Und, lass uns erstmal mit dem anfangen, wo ich glaube, dass das verlieren wird. Wir haben X-Men First Class Super Theme Song. Hier steht jetzt nicht der Name von wem. Ein bisschen aufbauend wieder. Sehr gleichbleibend, aber ich habe da jetzt noch nicht so was anderes gehört von der Musik. Man ändert nur sehr gerne so ein bisschen nach oben oder unten. Dramatisch. Okay. Und auf der anderen Seite. Muss ich nichts zu sagen. Es gewinnt Hans Zimmer Time von Inception. Und darum kümmern wir uns das nächste Mal. Vor allem, weil ich mir gerade denke, was sind das hier für Filme? Wir haben ja einmal Captain America, The First Avenger bei Alan Silvestri. Hallo, willkommen Alan Silvestri. Merry Go Round of Life. Howl's Moving Castle. Ich werde schon mal gucken, was das für ein Film ist. Und deswegen, ja, war es das erstmal von dieser Seite aus. Meine Lieben, nächste Folge, dann die Entscheidung im 16. Finale. Welche letzten 8 Soundtracks schaffen ins Achtelfinale? Nee, nicht ins Achtelfinale, ins 16. Finale. Das ist ja so gesehen, das 32. Finale. Welche schaffen es in die nächste Runde? Deswegen schaut nächste Folge sehr, sehr gerne wieder vorbei. Zur letzten Entscheidung hier im 32. Finale. Lasst uns doch noch um da abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und natürlich vor allem schreibt eure Meinung unten in die Kommentare hin. Ich wünsche euch bis dahin was und mir wird noch zu sagen, an, pfiff ab, pfiff Tor. Ciao, liebe Top-Familie da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.